Hallo und willkommen zurück zu Atelier Aisha. Es ist der 5. März, also jetzt hier im Spiel. Und am 10. März geht der Bazar wieder los. Den würde ich gerne noch einmal mitmachen. Und danach gehen wir dann mal zu diesem Yggdrasil. Aber um jetzt die 5 Tage zu überbrücken, werde ich noch kurz was basteln. Wer das nicht sehen will, einfach weiterspulen. So, und ich will dazu natürlich nur Sachen basteln, die ich noch nicht gemacht habe und die einen möglichst hohen Level haben. Ja, von diesen ganzen Sachen weiß ich ja schon, wie die so sind. Gibt es denn irgendwas, was ich noch nicht gebaut habe und was auch noch nicht... Ah, okay. Ich denke, den kann ich mal bauen. Ich mache da jetzt auch keinen Heckmeck draus. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Bärchen dafür opfern will. Mal schauen, was der Gemstone so sagt. Da würde Bärchen auch nichts mehr bringen, dann machen wir es einfach so. Is this okay? Ist eh jetzt ein doofer Gegenstand. Wie gesagt, nur um die Zeit zu überbrücken. So, der Würfel hat 19, der hat 20. Das Level. Dafür brauchen wir Pixie Breaths. Ich habe nur einen Pixie Breath, den würde ich gerne behalten. Ja, Secret Pot haben wir noch nicht gemacht. Ach, weil ich davon nur so wenig habe. Dann nehmen wir hier... Ah ne, der braucht auch Pixie Breath. Schade. Medical Solution. Ich glaube, das Problem hatten wir schon mal, dass ich versucht habe, Medical Solution herzustellen. Ja, machen wir jetzt einfach Käse. Ich weiß noch nicht so genau. Machen wir mal so rum. Ein bisschen mehr Rot brauchen wir noch. Das ist nicht schlecht. Is this okay? Mm-hmm.
So, dann machen wir den auch nochmal. Is this okay? So, dann haben wir noch ein. Und dafür brauchen wir auch die Nuss, die ich nur zweimal habe, diese Epicure-Nut. Machen wir das hier. Ja, grün kriege ich nicht voll, dann brauchen wir mal gelb. Kriege ich auch nur über den ersten Strich. Und dann kann ich auch das schlammige Wasser hier ruhig nehmen. Ist das okay? So, einen Tag noch. Moment, Moment, Moment. What should I synthesize? Ich weiß noch nicht, ob ich die Eiche nehme oder Rock Tree. Ich brauche noch 5 mehr. 15 Erde. Da. Is this okay? Ja, die braucht kein Mensch, die Power Totems.
Aber dafür haben wir jetzt Bazaar. Denn ich habe schon ewig nicht mehr mit Regina und Wilbur gesprochen. Und mit Poro natürlich auch nicht. Ja, wenn Poro da ist, kann ja Nanaka nicht weit sein. Und da ist sie auch schon. Ah, die haben sich getrennt, damit sie uns schneller finden. Ja, wir gehen einfach gemeinsam shoppen und achten darauf, dass Nanaka nicht wieder ihr ganzes Geld ausgibt. Ja, dieser Mann bietet uns gerade nette Accessoires an. Was sollen wir denn da tun? Da wir es nicht unbedingt brauchen, müssten wir eigentlich Nein sagen. Wie, und das war's jetzt? Ich habe nichts weggedrückt, also das war jetzt einfach so weg. Ich gucke nur, ob ich irgendwas sinnvoll registrieren kann. Aber es sind keine Sachen, die ich nochmal brauche, denke ich. Bis auf die beiden, die habe ich ja schon registriert. Haben wir denn hier was Neues? Also neu nicht und auch nichts, was ich nochmal extra brauche. Jo, dann mach's gut, Wilbur. Regina war, glaube ich, hier unten. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, wo ihr Stand ist. Ich werde das mal registrieren. Achso, hätten wir nochmal gehabt, okay. Alles so Sachen, von denen ich weiß, ob ich sie noch mal jemals wiederbekomme.
egal. Kaufen wir den Kram eben zurück. Und hast du sonst noch was Schönes? Na gut, immer ein bisschen was. Gut, ja, mehr war hier leider nicht. Was wolltest du denn haben? Ach, diesen Goddess-Pot, den ich ja nur mit dem Pixie Breath machen kann. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt tun soll. Weil es ja mein einziger Pixie Breath ist. Ne, machen wir mal nicht. Nur einmal kurz durch die Stadt tingeln. Hat sich gelohnt. Was? Ja, Mariette hat wieder ganz gefährliche Scherze gemacht. Sie hat sich überlegt, doch Fred zur Frau zu nehmen. Obwohl Fred ja ein Mann ist, aber es war ja nur ein Witz. Aber ich glaube, Fred, der versteht da keinen Spaß. Aber immerhin weiß Fred jetzt, Mariette hat keinen festen Freund. Weil sich angeblich niemand für sie interessiert. Auch so eine fiese Sache, sagt sie noch zu Fred. Ja, wenn du jemanden kennst, der sich für mich interessieren könnte, dann sag mal Bescheid. Na, wer da wo reinkommt, ob wir das wohl sind? Oh doch, nee, Fred freut sich, dass Marietta noch zu haben ist. Sehr schön. Naja.
Hätte sein können, dass hier auch noch was passiert, jetzt, wo wir gerade mit Fred gesprochen haben. Okay, hier passiert auch nichts. Einmal zur Brücke. Zu Harry. Marion. An Marion waren wir schon. Dann nochmal Bazaar. Und auf dem Platz. Gut, dann können wir ja beruhigt aufbrechen. Also ganz beruhigt bin ich natürlich wirklich nicht, aber uns bleibt ja eigentlich keine andere Wahl mehr, als jetzt einmal kurz abzuspeichern. Und dann nach Osten aufzubrechen. In die Mongolei. Nee, wir wollen in den Pond Forest. Ah, wo wir da gerade in der Nähe sind. Ich möchte da noch einmal kurz in die Glasfabrik rein, wenn ich darf. Weil da waren wir jetzt ewig nicht. Da könnte tatsächlich noch irgendwas sein. Und wo ich gerade abgespeichert habe, könnte ich dieses Tesla-Monster jetzt nochmal probieren, was ja hier drin hausen soll. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir gehen jetzt hier einfach in den Haupteingang und prügeln uns dann durch. Ich will einfach noch mal einmal in die Glasfabrik rein, um zu sehen, ob da irgendwas los ist. Warum hat das hier? Ah ja, genau, der Weg ist natürlich auch viel kürzer. Im Endeffekt verlieren wir noch nicht mal Zeit. Lass mich in Ruhe. Ich will alleine sein, Monster. Oha, 100 Schaden und Monster lebt noch. Ja, das war unfair, das ist gerade erst aufgepoppt. That was it. It wasn't even enough for a warm-up. Ja, wir gucken hier ruhig mal rein. Das Event ist ja auch schon ewig her, wo wir hier mit Wilbel auf Schatzsuche waren. So, und jetzt gucke ich nochmal nach dem Equipment für Keys, ob der jetzt hier noch eine bessere Waffe hat. Ein bisschen, immerhin.
So, das müsste dann das Tesla-Monster sein, wenn mich meine Notizen hier nicht trügen. Bei Task. Terraslack, wie komme ich auf Tesla-Monster? Okay, also Terraslack. Sie müssten ja voll geheilt sein. Ja, dann wünsch mir mal Glück. Okay, I think we have the advantage. Okay, es sind mehrere. Dann nehme ich doch mal das Büchlein hier. Ja, das ist wohl machbar. Okay, es sind natürlich auch zwei Gegner. I won't let you escape. Also zwei wirkliche Gegner. Oh ne, ich muss jetzt tatsächlich schon so eine Gießkanne einsetzen. Sehr schön. Und diesmal hat sich das gelohnt, dass ich jetzt keinen Back-Attack gemacht habe. So ein Pursuit. Dadurch stehen wir alle noch schön zusammen. Beide erwische ich eh nicht. Dann machen wir einfach mal die Wand, um uns zu schützen. So, die Gießkanne, die kommt ja nachher noch wieder. Weiß nicht, sind. Ich glaube, die sind beide in Reichweite. I'll release the power of revelation. I'll back you up. Let's start the finishing touches. To cut through wall, pierce through the sky, arrow of light. Ja, auf jeden Fall über 1000 Schaden. So, jetzt nur noch der eine übrig, dann können wir auch ja, mal was anderes ausprobieren. Nur was?
Irgend so ein Humbug halt. Was uns hier den Korb zumüllt. 39 Schaden. Lächerlich. Don't get burnt. Also was, ich greife einfach an. Dann mache ich ja mehr Schaden. Und er macht mit dem Angriff, glaube ich, auch mehr Schaden als mit der Spezialattacke. Ja, 200 Damage. Ja, du hast fast nichts mehr. Und damit bist du jetzt Geschichte. Ja, habe ich doch noch ein kleines Erfolgserlebnis jetzt gehabt nach diesem Kampf gegen den Tank, gegen diesen Kampfroboter. Können wir uns hier noch runterstürzen oder? Da geht's noch zur World Map. Dann will ich doch kurz einmal mit Keys sprechen. Ein Memory Point. Wo wir jetzt wieder 1400 haben, die wir nicht ausgeben können. Bin noch nicht sicher, ob das an mir liegt oder an dem Spiel, dass es so ein bisschen seltsam ist, das Konzept. So ist die Frage, soll ich da reingehen? Da war ich doch schon mal. Das heißt, wir können eigentlich nur hier hingehen. Und davor will ich nochmal abspeichern. Und wir sehen uns dann morgen, ne? Bis dann. Tschüss.